Hallo zusammen, hier ist der Nat und wie du siehst, bin ich bereits in Uetendorf bei Boulder Studios. Wir sind am Aufnehmen, weil ihr so crazy gewesen seid und die 9000 Franken, die ich in 30 Tagen sammeln wollte, in sage und schreibe 4 Tage alle schon zusammen hatten. Ich möchte euch so viel mal Danke sagen für all das. Es ist mega cool, die Unterstützung zu haben. Darum haben wir jetzt schon angefangen und ihr seht hier alle die Geräte und Sachen. Gut, die haben wir jetzt noch nicht gebraucht, aber die 9000 Franken sind schon drin und ganz viele Leute haben mir geschrieben und angerufen und gesagt, Nat, ich wollte dir auch noch etwas geben und jetzt ist ja irgendwie schon fertig. Was machen wir jetzt? Soll ich noch etwas geben oder brauchst du es nicht mehr? Und es ist so, die 9000 sind drin, wir nehmen die 6 Songs auf, wir machen eine EP, ihr bekommt eure Belohnungen und von dem her ist alles gut, ihr müsst nicht mehr geben, wir haben das Ziel erreicht. Yeah! Aber was passiert mit dem Geld, das jetzt darüber raus noch reinkommt? Und ich möchte einfach, dass ihr wisst, alles Geld, das wir über We Make It zusammensammeln, wird nur gebraucht, um Musik zu machen. Ich gehe zwar in die Ferien, aber nicht mit dem Geld. Das habe ich ganz selber von meinem Sackgeld gezahlt. Für das ihr etwas genauer wisst, was wir denn mit dem Geld noch genau würden anstellen, wenn wir jetzt mehr hätten, habe ich ein paar neue Ziele parat gemacht. Wir müssen die nicht erreichen, es gibt eine CD, wir machen so viel wie möglich mit dem, was wir haben. Aber wenn ihr unbedingt noch geben wollt, das sind die Sachen, die wir damit noch machen. Während meiner Zeit in Australien habe ich einen Rapper kennengelernt, der mittlerweile in Deutschland wohnt. Er hat mich immer in seine Konzerte mitgenommen. Er hat mich Teil sein von seinen Performances. Und ich habe so viel gelernt von ihm. Und mein nächstes Ziel ist, dass ich ihn von Deutschland in die Schweiz hole und dass wir einen Track zusammen produzieren, der zusätzlich auf die EP drauf wird kommen. Für das wir das machen können, brauche ich 2000 Franken. Das heisst, wenn wir 11'000 Franken erreichen, dann gibt es ein Featuring mit dem Purified. Ich bin gefragt worden, was ist jetzt mit den schweizerdeutschen Songs? So wie es jetzt aussieht, werden die ersten 7 Tracks, die werden alle englisch sein. Und mein nächstes Ziel wäre Schweizerdeutsch. Wenn wir es schaffen, 12'700 Franken zusammen zu bekommen, dann wird es auch noch einen schweizerdeutschen Song auf dieser CD haben und es wird insgesamt 8 Songs drauf haben. Ihr könnt es euch ausrechnen, für ca. 1700 Franken könnt ihr einen Song mehr auf die CD drauf tun. Einfach mal so. Ich will aber nicht einfach eine CD machen, die möglichst viele Songs drauf hat, einfach für dass wir möglichst viel produzieren können, sondern ich will, dass jeder Song so gut ist wie möglich. Und darum werde ich versuchen, das Geld, das reinkommt, sinnvoll einzusetzen, Leute zu mir ins Studio zu holen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, Nat, aber was kostet es denn, dass es eine ganze CD, ein volles Album mit einem Artwork und mit einem Booklet und alles, was dazugehört? Was kostet denn da? Wie viel müssen wir sammeln? Aber das ist einfach nochmal mega viel mehr. Ja gut, wenn es so weitergeht wie der erste Tag, dann sammeln wir irgendwie 50'000 oder so. Da kann ich ja sagen, die Hälfte längt. Die Hälfte längt, Leute. Wir brauchen nicht 50'000, mit 25'000 Franken können wir ein komplettes Album machen? Können wir alles drauf tun, was uns in den Sinn kommt? Können wir jeden ins Studio holen, den wir wollen? Außer vielleicht Taylor Swift. Und ich sage nicht, dass wir 25'000 Franken müssen sammeln müssen. Aber mit diesem Geld könnten wir natürlich viel machen. Wir geben alles. Wir werden alles aus dem Geld rausholen, das zusammenkommt. Und wenn wir einfach zu viel Geld haben, dann fangen wir an, Videos zu machen. Dann fangen wir an, zu schauen, was es für ein CD-Release geben sollte. Aber alles Geld wird in die Musik hineingehen und wird nicht für irgendetwas anderes gebraucht. Wenn du meine Musik unterstützen willst, dann darfst du einfach noch weiterfahren. Aber Leute, ihr müsst nicht. Wir sind dran. Es gibt eine EP und die wird super. Und alles, was noch darüber reinkommt, ist dann wie einfach auch ein kleines Geschenk an euch. Vielleicht ist es dann plötzlich nicht mehr einfach eine EP. Ich sage einfach nochmal Danke viel, viel, viel mal für alles, was ihr mir gegeben habt. Hört meine Musik, kommt an ein Konzert. Ich freue mich, darf ich das machen. Es ist ein riesiger Traum, der hier in Erfüllung geht. Und du hast es möglich gemacht. Danke viel, viel mal.